Glück auf! Vom 5. bis 7. Juni dieses Jahres findet wieder der Berg- und Hüttenmännische Tag unserer Universität statt. Wird auch Freiberger Forschungsforum genannt. Und diese Konferenz dient dem fachlichen Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und behandelt in erster Linie Themen um die Ressourcengewinnung und Verarbeitung. Dieses Jahr sind 15 Fachkolloquien am Start zu vielen aktuellen Themen. Wir vom Institut für Bohrtechnik und Fluidbergbau stellen das Fachkolloquium 4 zur Verfügung. Das hat den Namen Kraftwerk Erde, aktuelle Entwicklungen rund um die Tiefengeothermie in Deutschland. Am Donnerstag, den 6. Juni, haben wir den ganzen Tag Fachvorlesungen dazu. Und abends steigt dann ein gemütlicher Tiefbohrerabend im Hof des Instituts mit leckeren Sachen vom Grill und köstlichen Getränken. Und am Freitag, den 7. Juni, geht es dann mit Vorträgen weiter bis zum Mittagessen, was natürlich wie die Verpflegung in den Pausen mit dazugehört. Die Vorträge sind weit gefächert. Sie handeln vom Projektmanagement, von innovativen Bohr- und Messverfahren für die Tiefengeothermie, Spülung und Zementation, sogar die Lithiumgewinnung aus Tiefbohrungen ist ein Thema. Die Tiefengeothermie in Sachsen wird beleuchtet und als extra Bonbon haben wir auch noch einen Vortrag über das aufregende Leben eines Tiefbohrers auf einer Offshore-Bohrinsel im Meer. Hier sieht man das Donnerstagsprogramm nochmal im Detail, ziemlich viel. Und hier ist das Programm für Freitag, das kann man sich ja bei Gelegenheit nochmal in Ruhe angucken. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich zu der Veranstaltung anmeldet. Das Formular für die Tagung findet man auf der Tagungshomepage. Der Link ist da oben ja zu sehen. Und zum Tiefbohrerabend muss man sich auch anmelden, damit wir auch genug Verpflegung für alle vorrätig haben. Und die E-Mail-Adresse dazu steht hier auch hinter mir. Die Teilnahme am Tiefbohrerabend ist für alle angemeldeten Personen kostenfrei. Aber natürlich freuen wir uns über jeden Sponsor, der uns helfen möchte, die Kosten zu decken. Im Gegenzug dazu kann sich jeder Sponsor natürlich präsentieren mit Postern oder sonstigen Exponaten. Da sind wir ganz frei. Bitte melden Sie sich bei uns am Institut, wenn Sie als Sponsor in Aktion treten wollen. Unsere Vorträge finden übrigens im ganz neuen Hörsaalzentrum mitten in unserer wunderschönen Altstadt Freiberg statt. Das ist immer wieder schön. Freiberg ist immer eine Reise wert. Das wissen allerdings viele Leute und deswegen empfehlen wir rechtzeitig, sich um ein Hotelzimmer zu kümmern. Jedenfalls freuen wir uns schon sehr auf ein volles Haus und bis dahin Glück auf und bis bald in Freiberg.